Jetzt tut da, ihr seid ihr schon richtig. Kleiner Scherz. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe meinen Blumenpott gewonnen und kann es kaum glauben, möchte ich nicht sagen. War ein super Rennen da, das Niederlande Cup in Wesel und einen dritten Platz gemacht in meiner Klasse. Das ist natürlich super. Fahrerfeld war ein bisschen klein geworden zum Schluss und ich hatte mich mit einer Holländerin, ja, wie soll man sagen, ein gutes Gefecht geliefert. Und ja, die fuhr einen guten Reifen und da hätte ich richtig kämpfen müssen um meinen dritten Platz. Und das wäre bestimmt interessant geworden. Das merkt man auch in den ersten zwei, drei Runden schon. Und ja, dann gucke ich, wo ist sie hin? Auf einmal war sie weg. Tja, da hat sie wohl Motorschaden, also Motorschaden nicht, irgendwie was mit dem Ritzel hat sie mir versucht zu erklären. Ich verstehe ja nicht so gut Holländisch oder Niederländisch und ist leider ausgefallen. Und naja, dann machen wir es eben beim Rennen, nächsten Rennen klar, wer der Bessere ist. Nein, die ist echt gut gefahren, Respekt davor und finde ich auch gut, dass da mal Frauen mitfahren und sie ist auch nicht die Einzige. So, jetzt aber zum Thema. Ja, was soll man sagen? Der Motor, ihr kennt das leidige Thema, ihr könnt es vielleicht schon nicht mehr hören, ich auch nicht mehr. Jetzt muss mal irgendwann mal ein neuer Motor hin. Jetzt, ich habe das gerade mal rausgekramt während des Quatschen. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ein komischer Span kommt einem bekannt vor. Ja, jetzt könnt ihr meinen, ich würde die Dinger sammeln. Schauen wir mal das Tütchen. Und ja, Scharfstellen braucht nicht, oder? Man erkennt schon, sowas Sache ist. Ja, das waren mal die Gewindegänge, die an und für sich im Zylinder Kopf reingehören für die Zündkerze. Tja, das ist mal im Arsch. Nach dem Rennen ja, habe ich den Motor nicht wieder angemacht. Dann bin ich auf der Buckelpiste gefahren, wollte den Motor starten, ist nicht angesprungen. Ich konnte machen, was ich wollte. Irgendwie war die Kerze auch ewig abgesoffen. Keine Ahnung, was da los war. Und ich habe die Kerze ein paar Mal rein und rausgeschraubt. Ich habe aber immer aufgepasst, dass ja, das Gewinde nicht kaputt geht. Ich schraube das so ein bisschen feste. Gucke, wenn es leicht reingeht, dann drehe ich nochmal zurück und kontrolliere, dass das richtig sitzt. Und trotz alledem ist mir das Ding kaputt gegangen. Ja, jetzt die große Frage, deswegen das Video. Habt ihr eine Idee, wie man sowas reparieren kann? Vielleicht gibt es da irgendwie ein Kit, dass man hier ein größeres Gewinde reinschneidet, dann Rettmuffe reinbaut und dann passend die Kerze wieder rein oder ein größeres Gewinde und eine andere Kerze mit einem dickeren Gewinde da reinkriegt oder ja, klar, was er jetzt denkt, der Zylinderkopf hat es hinter sich, schmeißt das Ding weg, kauft einen neuen. Aber hier geht es ja darum, um Alternativen zu finden und Geld zu sparen und ja, wie soll man sagen, die Dinger so lange zu benutzen, dass sie auch wirklich kaputt sind. So halb kaputte Sachen wegschmeißen tut bei mir, tut mir persönlich immer weh. Naja, irgendwas war auch undicht. Ich sehe gerade, hier ist ziemlich viel Öl. Das kann aber auch von der Abgase sein. Von dem Fischstößchen, was ich abgeschraubt habe. Und ja, vielleicht zeige ich euch das mal, wie beschissen das Ding aussieht, auch von innen. Mal kurz überlegen, war noch was zu sagen, und für sich nicht. Ja, ich glaube, ich hole euch mal da runter aus dem Stativ. Dann wollen wir mal da reingucken in den Motor. Ja, da würde da nicht mehr sehen, außer diese fette Riefe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, Kerze raus, die war ja noch gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier alles mit einer Hand mache. Simsalabim. Jetzt nicht schlecht werden. Ui, upsassa. So, ich komme. Beleuchtung. Ja, ihr seht, da ist auch schon wieder Schwarzes auf dem Kolben, wo nicht hingehört. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Kamera scharf kriegen. Will nicht. Also da, wo es so ein bisschen glänzt, das ist das, was mal Gewinde sein sollte. Oder wo es sein sollte. Ja, irgendwie will die Kamera wieder nicht, oder? Mal gucken, mal mit dem Finger kurz rüber gehen, Entschuldigung. Dann stellt sie meistens scharf. Aber irgendwie hat es heute nicht. Da wollen wir mal reingucken hier.
Ja, weil dritter Platz freue ich mich natürlich. Mission erfüllt. Blumenpott gewonnen. Und Jutis, ich glaube, die Aufnahme hätte ich euch ersparen können. Irgendwie kriegt das die Kamera nicht gebacken. Ah ja, jetzt stellt es scharf. Seht ihr da hinten die fette Riefe? Gerade konnte man so sehen. Komm, stell's scharf, du blöde Kamera. Ein bisschen weiter weg. Oh Scheiße, jetzt bin ich auch noch am Zoom gekommen. Das war eine ganz schlechte Sache. Ja, Kinders, bei mir wird da seekrank. Was soll man da machen? Und oben ranleuchten. Stell die mal dahin. So ein scharfes Bild will ich doch wenigstens noch haben, Kinders. Aha, ein bisschen runter. So, jetzt sieht man es aber. Man hat es gesehen. Da hinten die Riefe, da kommt dreckig. Was soll man dazu sagen? Der Dinger zieht hinter sich. Und ja, wie gesagt, ich packe euch mal eben rein, dass das nicht so wackelt. So. Ja, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie man sowas reparieren kann, die fällt ja schon fast hier rein. Also es dreht, man kann noch so ein bisschen, aber das packt nicht mehr. Die sollen mir auch nicht da rausschießen während des Fahrens. Wie so ein Korken. Und tja, das war's dann an für sich. Ja, immerhin, die Raptor-Kiste hat einen dritten Platz gemacht, scheißegal wie. Und ich freue mich da tierisch drüber. Den Pokal hätte ich natürlich auch gerne gehabt, aber so ist es eben eine Urkunde im Bilderrahmen, sage ich mal, gewesen. Aber das tut ja keine Not, ist ja das Gleiche. Ob das jetzt ein Pokal ist, den man irgendwo abstauben muss, oder ein Bilderrahmen, wo man oben den Staub vom Rahmen abmachen muss, ist irgendwie das Gleiche. Aber ist ja trotzdem ein schönes Ding und eine tolle Erinnerung daran. Und habe ich auch schon aufgehangen, muss ich sagen, über meine Bastelklamotten. Na gut, so, jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen soll. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.